Patrick, gib Gas. Guten Morgen. Ja, auch heute am Samstag haben wir wieder unseren... Guten Morgen. Ja, auch heute ist wieder unser Schausamstag in der Ladestraße 6 in 49688 Blastrup. Ja, und wer heute Lust hat, sich mal so ein paar unserer Klassiker anzuschauen, ich drehe mich mal kurz, habt ihr mal so einen kleinen Überblick. Der darf uns gerne von 8 bis 13 Uhr, wie gesagt, in der Ladestraße 6 einmal besuchen kommen. Ja, moin und herzlich willkommen in der Welt von OM Classics. Heute möchten wir euch mal so einen kleinen Tag zeigen, was wir heute den ganzen Tag so machen. Heute haben wir Sebastian, er hat sich schon versteckt da in der Ecke. Heute ist Sebastian Niehaus von der Firma Sebastian Niehaus Mobile Autopflege vor Ort, der unsere Autos ein bisschen finished und zur Auslieferung vorbereitet. Gleich kommt ein Kunde für diesen wunderbaren BMW E21, da freue ich mich schon sehr drauf. Die Jungs haben das Auto vor circa 6 Wochen gekauft, blind gekauft, als Überraschungsgeschenk für ihren Vater. Kommen jetzt gleich 800 Kilometer angefahren und ja, jetzt bereiten wir das Auto mal ein bisschen vor, decken es ab, um dann gleich eine schöne Übergabe zu machen. Sebastian, magst du mir einmal kurz helfen, dass wir einmal die olle Haube hier drüber kriegen? Ja, ist immer eine spannende Geschichte, wenn Kunden das Auto ungesehen kaufen. Das haben wir mittlerweile bestimmt in 50% der Fälle so, dass die Kunden sich die Bilder anschauen, wir einen Videocall machen, den Kunden das Fahrzeug vorstellen und dann wirklich die Autos auch blind verkauft werden. Ja, als nächstes dieser BMW E36 im Originalzustand, auch ein kommender Klassiker. Da kommt gleich ein junges Mädel, die das Auto als erstes Auto haben möchte, kommt gleich zur finalen Probefahrt. Und dann wollen wir mal schauen, was der Tag noch so bringt. Jetzt haben wir ist die junge Dame da mit der roten Jacke, die sich ihren Traum vom Youngtimer erfüllen möchte und als erstes Auto den schicken BMW fahren möchte. Ja. Ach so. Der Druck hat richtig abgeklappt. Philipp, das ist natürlich, das läuft. Dann klemme ich dich hier mal wieder ab. Ja, kannst du gerne. Jetzt einmal mit Profis arbeiten. Und wieder völlig hilflos hier. Das geht nicht. Wenn 5 Lampen gleichzeitig blinken, ist das, glaube ich, nie ein gutes Zeichen, oder? Ah, jetzt blinkt nur noch eine Lampe. Kopieren tut er trotzdem nicht. Danke, Philipp. Oh. Outtakes, bitte. Okay, den langsamsten Drucker, den man kaufen konnte, den haben wir bekommen. So, die gebe ich dir schon mal zurück. Schlüssel habe ich auch vergessen. Jetzt haben wir nämlich das Elend wieder. Schlüssel ist weg. Du hast doch keinen Schlüssel noch gefahren. Nehmen wir auch ruckzuck raus. Aber je mehr ich laufe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Weste irgendwann nicht mehr spannt. Wer möchte denn fahren? Wie lange dürfen wir? Ja, halbe Stunde. 5 Liter Sprit ist drin. Nee, 7 ungefähr. Die Zeiten sind schlecht, ne? Wir gehen aufs Jahresende zu, da sitzt nicht mehr Sprit drin. Wir kennen es aus dem ersten Video, jetzt beten, dass er anspringt. Mit Batterien haben wir es hier bei OM Classics. Yeah. Einmal mit Profis arbeiten. Dann wollen wir hoffen, dass das Auto jetzt auch gleich heile wieder zurückkommt. Ich habe den Spiegel kaputt gemacht. Mann, der war doch vorher heile. Wolltest du noch mal eine Runde fahren? Ja. Musst du noch Papiere haben? Nee, alles gut. Wenn, dann ist er ja schuld, ne? Wolltest du einen Kaffee, um mich aufzuwärmen? Hast du auch einen Stecker gezogen, Philipp, oder? Nee. Gut. Ich trinke ja Kaffee, deswegen. Also ich habe sie jetzt am Ladegerät gehabt. Er lädt, aber ich schätze mal, dass da eine neue Batterie rein muss. Also wie gesagt, wird mängelfrei durch die HUAO gebracht. Den Spiegel mache ich, die Sitzheizung mache ich, frischen Service und genau, und diese Stelle hinten am Dach wird gemacht. Dann wird er halt nochmal aufbereitet, hatte ich ja gesagt, ne? Dass er nochmal richtig schick gemacht wird. Ja, ich gehe rein, da könnt ihr nochmal ein bisschen beratschlagen, ne? Ist das ein schickes Ding? 90er Jahre at its best. Kennt jeder von Ford. Kilometerweise Blech in das Auto geschweißt, Schweller, Kotflügel gemacht, um den wirklich vernünftig fertig zu machen. Also eigentlich ist der restauriert, der Wagen. Aber sowas kannst du nicht entsorgen. Also die Oma hätte das Auto sonst dem Schrotthändler gegeben. Aber sie dann gesagt hat, sie ist die erste Besitzerin. Da ist sogar noch die Neuwagenrechnung dabei aus 97 über 27.000 deutsche Mark. Sowas kannst du nicht verschrotten. Das musst du erhalten. Und wenn Sebastian den gleich fertig hat, wir sehen jetzt ja den Vorher-Effekt. Und wenn er da gleich mit fertig ist, sehen wir auch den Nachher-Effekt. Totschickes Auto. Tut mir auch in der Seele weh, dass er draußen stehen muss im Regen, aber aufgrund unserer Platzverhältnisse geht es halt nicht anders.
Aber ein richtig schönes Auto. Was gibt es Schöneres, als mit solchen Autos zu handeln? So schnell kommt man zum neuen Auto. Und als erstes Auto ein schönes Cabrio, also ja. Gut, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, Karte hast du ja von mir, ne? Perfekt, dann einfach jederzeit anrufen, wenn sonst hier irgendwelche Anliegen sind, jederzeit melden und dann kriegen wir da schon Schuh dran. Für Patrick, wieder Leute glücklich gemacht. Ne? Jawohl, wenn du aufhören würdest, einmal überall die Stecker aus meinen elektronischen Geräten zu ziehen, dann wäre die Arbeit hier gesagt, auch deutlich einfacher. Ja. Das ist wieder Ski-WR, wie es leibt und lebt, stellt sich mitten in den Weg und ja, kein Mensch kann hier wieder parken. Jetzt stellt er sich bestimmt wieder mitten vor die Haustür und dann kriegen wir nämlich gleich da wieder Ärger. Das ist Philipp. Na, er hat's gemerkt. So, ich glaube, da kommen unsere Kollegen aus Nürnberg. Jetzt wird's gleich spannend. Das müssen sie sein. Guten Morgen. Ihr seht aus, als wolltet ihr einen BMW abholen. Ja. Ja, perfekt. Patrick, hi. Hi. Ja, kommt rein. Da steht er schon. Geil oder geil? Mega. Ja. Wenn du auch mal den Innenraum anguckst, ist brutal, oder? Zu krank. Ein Auto, was aus 1976 ist. Ja. Wann kriegt er das Auto? Morgen. Okay. Aber er weiß noch nichts davon, ne? Ja. Geil. Das ist auch ein richtiger Eyecatcher. Wir haben gestern Nacht die Scheibe ausgebaut. Weil sich die Leiste andauernd irgendwie gelöst haben, die Scheibe da nicht, ja, oder die Leiste nicht kleben können. Dann ist er gestern Abend um boah, 22:45, 23:30, Scheibe raus, wieder eingeklebt, damit diese olle Leiste klebt. Und war heute Morgen, wann war Dominik hier? 8 Uhr? Nee, 7:45. Um 7:45 war dann der Aufbereiter mit dem Finishing dann fertig. Wir haben die ganze Nacht da noch jetzt den Feinschliff gemacht, damit wir den Termin halten können. Weil der BMW-Meister, wir haben den Vergaser noch wieder komplett ausgebaut, komplett neu abgedichtet, neue Zündkerzen, neue Zündkabel, alles gemacht, eingestellt. Man hätte es wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt, aber das sind so Kleinigkeiten, die, wenn, dann muss ein Auto vernünftig fertig sein. Das bringt auch nichts, wenn ihr damit, deswegen, wenn ihr damit eine längere Tour fahren wollt, er muss wirklich sanft warm gefahren werden. Also im kalten Zustand ist, das Auto ist 55 Jahre alt, ist der erste Motor, ein bisschen zuckelig, aber wenn er warm ist, der läuft wie eine Biene. Das ist unfassbar, das Ding. Also der macht auch richtig Laune. Ich habe euch noch einen originalen Lackstift reingelegt. Das ist einmal der Schlüssel. Jo, perfekt. Wie lange habt ihr nach so einem Auto gesucht, wenn ich fragen darf? Also ich bin schon echt lange auf der Suche. Ich habe auch bei zwei E21 hatte ich auch angefragt und so, aber dann ist jemand schneller gewesen als ich. Ja, ist auch gut Ding will Weile haben, sagt, ne? Oder wie heißt das hier? Gut Ding will Weile haben, oder? Ja. Ja, und bei so einem Auto ist halt der Punkt, gerade was den Motor zum Beispiel anging. Ja. Da waren wir mit unserem Latein am Ende. Das kann doch nicht wahr sein, dass das Ding manchmal so zuckerlich läuft. Dann kommt der BMW-Meister, macht die Motorhaube auf und weiß nach 2 Sekunden hinhören, wo da der Fehler ist. Ja. Hat dann selber die Ersatzteile noch besorgt, hat das Ding dann zurechtgeschraubt. Also das ist dann wissen wir auch wirklich, jetzt haben wir Ruhe. Ja, weil auch die Geschichte, wie es zu dem Kauf gekommen ist, dass ihr das eurem Papa schenken wollt, ja. Da hat man ja schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn man sagt, ach komm, ja, weg mit der Karre. Und ne, das kann man ja auch nicht machen. Ja. Hier, also Papa vor ich glaube, 33 Jahren ist das damals. Ja. Genau. Und das ist ja absolute Rarität. Auf Mobile gab es nur den einen. Ja. Also jedes Auto, was hier ist, hat wirklich eine ganz eigene Geschichte. Wir kennen jeden Vorbesitzer, wir kennen die Geschichte des Autos und das ist einfach schöner, als wenn man so, was ich, einen 2 Jahre alten Golf verkauft. Das catcht einen gar nicht. So mit solchen Autos da. So, also eure Geschichte, ich fand das, habe ich Philipp schon erzählt, das ist einfach eine total geile Geschichte. Von der ersten Minute an fühlt man sich gut aufgehoben. Und du holst den Kunden immer wieder ab. Ja. Da macht man sich auch keinen. Da macht deswegen, ob das jetzt 2 Wochen früher oder später gewesen wäre, wäre für mich kein Problem. Ja, sehr gut. Und er kriegt da kein Geld für. Ganz wichtig, ne? Ja. Genau. Habe ich dir vollgetankt für den Spruch, ne? Weißt du Bescheid? Dann schick mir mal ein Foto, wenn dein Papa das will, wenn er das Auto morgen bekommt. Wie er sich dann so, das würde mich einfach mal so. Ja, das nehme ich auf jeden Fall auch ja. Da darfst du mir bitte einmal hier und da einen Doktor geben, jo, dass du die Garantie bekommen hast. So, das ist das Übergabeprotokoll. Das Auto ist einmal komplett durchgecheckt worden. Und dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. Vielen lieben Dank. Dann könnt ihr euch die gleich noch auf dem Nachhauseweg einmal rein. Normalerweise müssen wir das Auto jetzt taufen, wie bei so einer Schiffstaufe, und dem Auto einen Namen geben. Vielen, vielen Dank nochmal, Patrick. Du, da nicht für. Ist ja mein Job, sowas zu machen. Nee, ja. Aber was ich sagen wollte ist,
Es läuft halt alles nicht so ab wie in einem klassischen Autohaus. Ja. Da können sich viele Autohäuser eine Scheibe abschneiden. Ich muss nicht irgendwie dem Händler hinterherrennen, wie es in anderen Autohäusern ist. Ja. Sondern du kontaktierst mich immer, wenn was gemacht wurde, mit Bildern, also immer mit Beweisen. Ja. Und deswegen, ja, war ich da auch ganz entspannt. Ich habe gesagt, die Zeit warte ich ab. Ja, dann würde ich den jetzt eben drauf fahren auf dem Trailer. Genau. Könnt ihr mich eben einweisen, dass ich da auch auf die Rampe komme? Falls du den Türgriff suchst, der ist hier versteckt, ne? Okay. Da vertun sich auch mal viele mit. Guten Tag. Der Fahn. Ja. Moin. Ja, Stefan ist jetzt auch da, unser Fotograf, der die Autos professionell ablichtet und auch unsere kleinen Kundengeschenke produziert. Ja, ist jetzt da und heute werden vier Autos abgelichtet und ja, dafür ist Stefan der beste Mann. Wenn ich Fotos mache, das sieht aus wie, also das viel schlechter als ich kann man es eigentlich nicht machen. Das muss man einfach mal so sehen. Genau. Die Mappe, die musst du auch mit fotografieren. Bitte. Was ich gerne als Akzent möchte, ist dieses Gurt klickt immer. Geil, ne? Und hier das ADAC Clubmitglied, das möchte ich auch geil abgelichtet haben. Und das Schöne an einem professionellen Fotografen ist auch, dass er wirklich das Auto richtig in Szene setzen kann. Mit so ein paar Akzenten. Können wir euch gleich mal zeigen, wenn das Auto abgefilmt wurde oder abgelichtet wurde. Da weiß Stefan schon genau, worauf wir stehen, so blöd sich das auch anhört, aber der hat da echt ein Auge für besondere Highlights. Ja, ich hoffe, unser Tagbau M-Classics hat euch gut gefallen. Kommt gerne vorbei, jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr, Ladestraße 6 in 496 Attach-Lastrup. Ansonsten liked uns bei Facebook, abonniert uns bei YouTube, folgt uns bei Insta. Wir sind eigentlich auf sämtlichen Kanälen anzutreffen. Und ansonsten bei Nitro und TV Now verkauft und zugelassen die Autohändler. Da könnt ihr uns auch begleiten. Vielen Dank fürs Zuschauen.